Vor der Wahl ist nach der Wahl. Im Just Wienerberg verrieten uns die Jungs und Mädels, wie sie über die EU und ihre Politik denken. Ich persönlich habe einiges dazugelernt. Gehst du wählen? Ja, das, ja, zum ersten Mal. Warum gehst du wählen? Weil ich eine bessere Partei haben will. Die beste Union, finde ich meiner Meinung nach. Hast so viele Möglichkeiten in der EU, wo du woanders keine Möglichkeiten hast. Ja, ich gehe zum ersten Mal wählen, weil ich möchte, dass Artikel 13 abgeschafft wird. Beziehungsweise jetzt heißt der Artikel 17. Dass die EU auf die Leute hört und nicht einfach die Leute ignoriert und ihre eigene Meinung einfach durchsetzt. Beispiel bei Artikel 13 oder 17, ich vergesse dieses Wort andauernd, da wurde eine Petition unterschrieben von 5 Millionen Leuten und das hat die EU einfach ignoriert. Und das, finde ich, sollte bei einer Politik eben nicht sein. Gehe ich wählen? Nein, ich gehe nicht wählen. Ich habe keine österreichische Staatsbürgerschaft. Was halte ich von der EU? Die EU, das sind gute Leute. Sind ja gute Leute. Und es sollten einfach mehrere Länder in der EU gehen. Nicht nur die Kroatien, bisher noch Österreich und. Sondern auch einige, die nicht in der EU sind. Ja, ich darf schon wählen. Ich habe gefragt, gehst du wählen? Ja, ich gehe. Ich darf auch. Ich habe nur gefragt, gehst du wählen? Und du? Ja, ich gehe wählen. Das ist eine Antwort. Die EU, alles schön und gut. Ja, nur die Währung gefällt mir nicht, weil ich habe vieles gehört. Schilling ist besser, habe ich gehört. Ich habe es nicht erlebt, aber ist besser. Also will ich wieder Schilling. Vereinigtes Königreich, London, halt, du weißt schon. Die haben einen Rücktritt gemacht wegen, wie hieß das nochmal? Brexit, ganz genau. Ja, ein Land weniger macht uns nicht so aus. Halt, meiner Meinung nach, Artikel 13 sollte abgeschafft werden. Weil jetzt, wie ich sagen soll, zum Beispiel, wenn dieser Tam Chaksel auf dem Foto dabei ist und er will nicht, dass ich dann die Strafe kriege, sondern nicht Instagram. Darum, ich will's nicht, ich gehe auch wählen dafür. Bruder, keine Kriege, null, nix. Dass in ganz Europa Gras legalisiert wird. Ja. Sehr gut. Das HC, mein Bruder, er hat Rücktritt gemacht, ich komme jetzt. Ich bin sein Nachfolger. Ich weiß ja nicht wegen Hate-Strache, aber. Er ist bei der FPÖ, soweit ich weiß. Und ja, wählt die Grünen. Ja, sicher. Ich werde auf jeden Fall zur EU-Wahl gehen und ich kann auch jedem mitteilen, dass ihr auch wählen sollt. Also der erste Grund ist mal, ich bin berechtigt und meine Wahl soll nicht einfach in die Luft gehen. Also was ich wünsche, so besondere Wünsche habe ich nicht, aber ich wünsche einfach bessere Menschen auf der Welt und in der EU, besseres Leben. Gehst du dieses Jahr zu den EU-Wahlen? Nein, ich gehe nicht zu der EU. Aus welchem Grund? Weil ich noch zu jung bin und erst ab September wählen könnte. Welche Parteien kennen Sie? Ich kenne die SPÖ, die ÖVP, die FPÖ, die Grünen und die Neos. Sind das alle, die Sie kennen? Ja, es gibt sonst noch so kleinere Parteien, so wie die jetzt. Was wünschen Sie sich von der Politik? Dass Artikel 13 gesetzt werden soll. Das ist ein gutes Argument, würde ich mal sagen. Dass jeder ab 16 wählen darf und dass es auch Frauenrechte gibt, dass jeder einen anderen respektiert und es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, dass eine Frau gleich behandelt wird wie ein Mann oder ein Mann gleich behandelt wird wie eine Frau, dass auch die Bedürfnisse von den Kindern rücksichtsvoll behandelt wird und auch ihre Bedürfnisse respektiert wird und auch in Frage gestellt wird und dass wir auch alle wählen dürfen und auch frei unsere Meinung äußern können. Und ich wünsche mir sehr von der EU, dass es auch in der Zukunft auch so bleibt, dass es eine Demokratie gibt und ebenfalls, dass vielleicht mehr Wahlen es gibt, dass wir alle mehr mitbestimmen dürfen. Das liege mir sehr am Herzen, weil das auch sehr wichtig ist. Wir Kinder bestimmen nämlich auch die Zukunft. Wir haben ein Recht auf die Zukunft zu bestimmen und wir tun es auch.